Recht herzlich willkommen zur 12. Folge of This War of Mine. Ja, letztes Mal war nicht so erfolgreich. Wir sind in der Kirche gewesen und haben blöderweise unten uns entdecken lassen. Und dann war das nicht so toll. Tag 12. Wir wurden ausgeplündert. Von mir gegeben. Pavel war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Okay, er ist dann wieder da schon. Ja, es war auch knapp vom Ziel sozusagen. Wir haben 3 Munition verbraucht, aber es ist uns nichts passiert. Okay, dann ist ja gut. Hä? Irgendwas ist jetzt faul, hä? Katja war doch unterwegs. Und Pavel hat was mitgebracht? Hä? Wo war Pavel? Pavel war doch hier. Ein Bug oder was? Ja, du würdest gerne was essen. Warum tust du das dann nicht? Du kannst aber erstmal Essen weitermachen, Bruno. Hat schlecht geschlafen, ist hungrig, okay. Hungrig und müde. Dann... Nee, wer ist denn... Was ist mit Pavel? Pavel ist hungrig. Dann geht Pavel dahin. Und... Er geht dahin. Wir haben natürlich keine Verbände für Katja, ne? Das ist schlecht. Wenn sie dann kommt. So, Bruno. Hungrig. Ah, da kommt ein Händler. Gut, der ist hungrig und müde, dann... Ah, Katja ist zurück. Passt ja. Katja sollte auch gleichzeitig handeln, weil die das am besten kann, ne? Gut. Da kommt sie ja. Aber ganz schlecht ist sie dran, ne? Schwer verletzt. Ich muss stark sein, meine Freunde haben es auch schwer, aber es tut so weh. Ja, es ist ein bisschen doof gelaufen, ne? Katja, geh da mal gerade hin und verhandel noch vielleicht. Gut, dann geht Katja ins Bett. Oder kann sie doch noch jetzt handeln? Ah, sie kann doch noch handeln. Weil das wäre jetzt wichtig, dass sie sich da einen Verband bei wegholt. Und das geht sogar. Ich glaube, wir nehmen gleich beide. Das kostet so gut wie gar nichts. Was können wir entbehren? Essen weniger. Das ist wohl ein Scherz. Trinken ist auch nicht das, was wir entbehren können. Das ist mir zu viel dafür. Obwohl das wichtig wäre, ne? Das reicht nicht. Versuchen Sie es noch einmal. Ich brauche unbedingt den Verband. Gut, wir können uns einigen. Gibt es noch was dabei? Das Wasser mal weg. Nee, das reicht nicht. Ist da noch ein Holz bei? Nee, das reicht auch nicht. Gut, aber den Handel machen wir definitiv. Und sie geht definitiv schon den Verband anlegen. Das ist ganz wichtig, denke ich. Bruno hat schlecht geschlafen. Der geht jetzt erstmal da schlafen. Er ist hungrig, dann kann er auch essen. Marvin ist müde, der kann aber erstmal hier seine Künste an der Bergbank demonstrieren. Beziehungsweise wir wollten hier hin. Upgraden wollten wir. Das geht auch. Katja hat sich jetzt Verband angelegt. Und geht dann doch nochmal gerade
handeln, würde ich sagen. Aber bevor, dann geht's erst noch essen. Was macht Bruno jetzt? Der hat schlecht geschlafen und setzt sich wahrscheinlich auf den Stuhl, oder? So sieht's aus. Pavel ist der schnelle Läufer. Können wir nicht upgraden, da müssen wir ganz viele Sachen für haben. Aber was kann das jetzt? Okay. Die Axt wäre schön, dafür brauchen wir noch mit einem Dingensteil. Dann sollten wir gucken, dass wir mit Katja nochmal handeln gehen. Ich brauche einmal dieses. Gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Und das reicht auch nicht. Aber das Teil will ich haben, weil wir dann eine Axt machen können. Oder was war das? Und wir versuchen jetzt nochmal auf Teufel komm raus die zweite Bandage zu kriegen, weil ich glaube, die brauchen wir noch. Aber was können wir dafür abgeben? Gute Frage, ne? Ja, das können wir doch nicht gebrauchen. Gut, wir können uns einigen. Einmal das geht noch. Wasser geht nicht mehr. Was nehmen wir? Wasser oder? Ich glaube, wir brauchen das Holz. Gut, die Bandage haben wir auch. So, Katja, jetzt kannst du in das Bett gehen. So. Und hier gibt es jetzt eine Axt, oder? Genau, die brauchen wir wegen Feuer machen und so. So. Er kann erstmal Tschüss sagen. Schade, wie es ist. Würde gerne noch mehr handeln, geht aber nicht. Er hat schlecht geschlafen. Dann sollte Bruno vielleicht nochmal schlafen. Marvin, nee, Marvin ist müde, okay. Der schläft dann in der Nacht. Katja geht auf jeden Fall ins Bett. So, nächstes Mal bräuchten wir noch Gemüse. Was können wir hier machen? Da fehlt es an Holz und ganz viel Holz fehlt da. Vor allem Teile hätten wir genug. Wir müssen 21 Holz mitbringen. Aber warte mal, wir haben die Axt. Aus der Axt können wir doch hier Holz gewinnen. Machen wir doch erstmal, oder? Ja, ich weiß, dass du mehr Ruhe vertragen kannst, aber Holz alles nehmen. Da auch noch. Da unten geht nichts mehr zu kloppen. Und alles nehmen. Wunderbar. Verlassen. Dann gehen wir schnell noch dahin. Gucken wir uns nochmal an. Oh, guck mal, jetzt gehen ganz viele Sachen. Aber dieses leider nicht. Da fehlen noch etliche. Aber wir haben noch einen Schrank. Kriegen wir das hin? Ne, ist schon die Zeit rum. Gut, jetzt wird's schwierig. Bruno hat schlecht geschlafen. Bruno müsste rein theoretisch. Pavel plündert. Im Bett schlafen, schlafen, im Bett schlafen. Im Bett schlafen. Und Bruno muss, obwohl er schlecht geschlafen hat, wacher stehen. Die beiden. Sie ist müde. Im Bett schlafen, wache stehen und plündern. So geht's. So, jetzt müssen wir gucken, was ist mit der Kirche. Gehen wir da nochmal hin oder nicht? Da waren ganz viele Teile, ne? Aber die sind gerade böse auf uns.
doch woanders hin. Da ist Gefahr. Kleines Wohnhaus ist auch Gefahr. Und bei der Schule auch Gefahr. Bevorlegt besetztes Haus. Eine Menge Teile, eine Menge Waffe, eine große Menge Materialien. Ja, ich glaube, da sollten wir vielleicht hin. Wir haben. Ach nee, Lebensmittel ist auch wichtig für uns. Da müssen wir erst gucken, wo Lebensmittel. Eine Menge Lebensmittel. Stadtkrankenhaus. Ah, wir können mit Katja rein theoretisch dahin ins Krankenhaus. Das wäre es vielleicht noch. Dann wird sie vielleicht verarztet. Ich glaube so. Und Katja ins Krankenhaus. Ja, machen wir. Was nehmen wir mit? Stand da was? Mal wieder halten, dann sind wir mal in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch als den Augen rettet Leben. Es ist ein Anlockter, wenn man mit nicht übungsweit hängen bleibt, dann nimmt Kurs steht nicht, was wir mitnehmen müssen. Ja. Die würden wahrscheinlich am liebsten Bandagen oder Medikamente haben wollen. Aber so das andere, was wir alles haben, wäre jetzt nicht so. Und Essen kann ich leider nicht abgeben, weil ich schon zu wenig habe. Das nehme ich mit. Bombardiert. Würde auch Schutt bedeuten. Ich glaube, wir nehmen die beiden Sachen mit. Und tauschen, wenn man da tauschen kann, glaube ich aber nicht. Oder stand das da? Ach, muss ich nochmal gucken. Ne, steht nichts von tauschen. Die beiden Sachen nehme ich mit. Los geht's. Krankenhaus. Gleich vor uns ist was. Okay, erstmal alles mitnehmen. Ah, Hospital leuchtet sogar noch. Da ist auch noch was zu holen. Da hinten war noch jemand, da sitzt auch noch jemand. Oh, da gibt es ganz viele Sachen. Da oben ist auch noch jemand. Ich glaube, ich gehe erst hoch. Die zwei Sachen. Ach, da ist auch noch eins. Oh. Alles nehmen. Alles nehmen. Bis jetzt brauchte ich hier nicht irgendwelche Dinge. Alles nehmen. Das hier ist irgendwie Privatbesitz, ne? Da können wir mit reden, oder was? Nee. Oh, hallo. Allgemein, ich habe jetzt 32 Patienten, 3 Tote, 12 Verletzte, Neurologie, 13 Patienten, 0 Tote, 2 Verletzte, Kinderabteilung, 34 Patienten, 32 Tote, 2 Verletzte. Intensivstation, 55 Patienten, 9 Tote, 10 Verletzte, Schema des Kinderabteilungs, erwischt. Oh Gott. Gehen wir weiter. Er will nichts Böses, ich auch nicht. Gehen wir mal durch. Ich sehe nicht gut aus, werden Frau. Können Sie vielleicht behilflich sein? Ja. Ja, klar können Sie behilflich sein. Was macht die jetzt? Bandagen? Sollte einem schon mal besser gehen. Super. Prima. Gut. Was ist hier? Nur die Kiste da hinten zum Abrauchen. Medaille geben sollte man den Krankenschwestern, ja. Gibt's hier was? Sieht nicht danach aus.
Da ist die Krankenschwester, die war aber hochgegangen. Komm, wir gehen mal nach oben erst. Da ist niemand drin, glaube ich, oder? Doch jemand drin. Da können wir auf jeden Fall suchen. Auch nur Teile. Ja, bis jetzt haben wir nicht so dolle Sachen gefunden. Geht da noch was? Da geht wohl nichts mehr. Oh, hier gibt's Zucker. Was lassen wir hier? Die Sache? Ich nehme den Zucker mal mit. Gucken wir weiter. Da gibt es noch mehr Zucker. Und die Elektroteile. Jetzt ist nur die Frage, ich lasse Holz hier und nehme das Elektroteil mit. Gut, wo geht's weiter? Sehe ich nicht, was dahinter ist. Gehen wir da hoch erst. Zeit läuft auch, aber ich kann sie auch nicht hetzen, weil sie verletzt ist, ne? Ich glaube, das wäre keine gute Idee, sie ja Vollgas loszuschicken. Hier sind noch so ein paar Sachen. Da passiert nichts. Und das ist doch eine normale Tür, oder? Die ist aber abgeschlossen. Da hinten können wir noch was machen. Ich will jetzt auch nicht, wo hier so viele sind, da irgendwie was machen. Das wäre nicht gut. Ja, da können wir auch nichts mitnehmen. So, was unser Problem ist, ist, dass wir nichts zu essen haben. Jetzt aber irgendwie auch nicht gesehen, dass hier irgendwo was sein könnte, wo ich jetzt Essen erahne. Ich weiß nicht, wie ich dorthin komme, genau. Also da ist keine Tür drin. Aber da ist doch der Typ hingegangen, oder? Die Zeit rennt gerade weg. Ja, das schaffen wir alles nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier zum Ausgang. Tja, Katja. Aber wir müssten eigentlich noch gerade so mit dem Essen hinkommen, ne? Bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir hätten dreimal Fleisch und einmal so eine Dose. Also so ein bisschen was müsste da gehen, aber irgendwie... Gut, dann würde ich sagen erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.